Eigentlich dürfen hier gar keine Kameras rein. Das Kommentatorenbriefing vor dem Eurovision Song Contest ist streng geheim. Aber für Peter Urbans Abschied gibt es eine Ausnahme. Dass sein letzter ESC in der Beatles-Stadt Liverpool ist, freut Peter Urban, denn musikalisch hat für ihn alles mit den Pilzköpfen begonnen. Als er ihre Musik gehört hatte, wusste er, ich will Musikjournalist werden. Als junger Zuhörer kritisiert Peter Urban ein Radioformat, macht den NDR so auf sich aufmerksam und gelangt selbst zum Rundfunk. Im Laufe seiner Karriere entdeckt der Reporter neue Talente, trifft aber auch zahlreiche Weltstars, unter anderem Yoko Ono, Harry Belafonte und Rod Stewart. 25 Jahre lang kommentiert der gebürtige Niedersachse den Eurovision Song Contest. Ist bekannt für seine manchmal spitzen Kommentare. Das hat die Welt gebraucht. Modern Talking, wiedergeboren als jubilierender Graf Dracula. Noch einmal nimmt Peter Urban in der Kommentatorenkabine Platz. Samstagnacht ist dann für ihn Schluss. Hier ist Liverpool. Hier ist der 67. Eurovision Song Contest 2023. Diese Stimme, wir werden sie vermissen, kann ich jetzt schon sagen. Ich habe vor ein paar Jahren das Song Contest Finale mal in Wien erlebt, habe den ORF geguckt, der Kollege macht das auch toll. Aber für mich gehören Song Contest und Peter Urban zusammen. Schönen guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Wir haben dich früh aus dem Bett geholt heute für dieses Interview. Danke, dass du da bist. Und wie ist es heute für dich, morgen wird es eigentlich dann sein, dieser letzte Tag? Ist das etwas, was du auch mit Nostalgie verbindest? Ja, das wird schon schwierig. Also im Moment denke ich noch gar nicht dran, weil immer noch Proben sind. Man muss noch einen Text schreiben und so weiter und so fort. Aber dann komme ich schon ins Nachdenken und dann wächst mir ein Kloß im Hals, muss ich sagen. Also das zum letzten Mal zu sehen von der Tribüne, von der Kommentatorenbox, die Bühne, die Halle, das Kribbeln zu spüren. Und wenn die Eurovisionshymne dann kommt, dieses Gefühl, das werde ich wirklich sehr, sehr vermissen. Wir zeigen dich auch mal im Hintergrund jetzt gerade mal. Wir haben Bilder bei deiner Arbeit draußen, Glitzer und Glamour. Du drinnen im Dunkeln. Der sich auch konzentrieren muss und ja. Den Text hat, du hast schon gesagt, ich habe gelesen, du machst dir sogar Endzeitnotizen, also deine letzten Worte schreibst du noch auf? Also das muss ich mir noch genau überlegen, ich weiß die noch nicht und wenn, dann schreibe ich mir schon was auf, weil ich möchte mich ja nicht irgendwie wegen Zeitdruck irgendwie verplappern. Also ich will das schon timen, das musst du schon, beim Fernsehen ist das ja, ihr wisst das ja nun genau. Also ja. Insofern, beim Radio kannst du immer frei daher plappern, das ist nicht so ein Problem. Nun ist es so, dass du in diese Rolle da reingestolpert und reingewachsen bist vor 25 Jahren, ohne dass eigentlich dieser Song Contest so deine Leidenschaft gewesen ist, deine Musik. Wie kam das denn zusammen vor 25 Jahren? Ja, ich machte ja viele Radiosendungen und dann fragte mich der Verantwortliche, ob ich nicht auch das kommentieren möchte. Ich hatte vorher das Konzert für Nelson Mandela für ihn im Fernsehen kommentiert. Und ich war in den 70er, 80ern kein so richtiger ESC-Fan. Die Musik war doch ein anderer Planet. Also das spiegelte nicht die Rockmusik, die Popmusik von aktuellem Status, sondern das war eine eigene Welt. Und deswegen war ich zögerlich, aber dann habe ich es gemacht. Und der sportliche Charakter, das Spannende, das Drama, die Überraschung, das hat mich doch sehr gereizt und ich habe es nie bereut. Es hat so einen Spaß gemacht von Anfang an und der ESC hat sich dann extrem gewandelt. Ist dann zu einer ganz anderen Art von Veranstaltung geworden. Dann trat aus Deutschland ein Gildo Horn an. Das war ja undenkbar früher. Oder dann Stefan Raab. Oder solche Leute kamen auch aus den anderen Ländern. Es spiegelte dann wirklich die aktuellere Musik. Und das war ein großer Wandel und ein großer Vorteil. Und lass uns teilhaben an diesem Moment, an dem du trotz dieses gewandelten, spannenden SCs, du bist ja auch übers Rentenalter eigentlich schon länger hinaus, du hättest ja auch sagen können, ich mache das noch ein bisschen länger, aber was war der Moment, erinnerst du dich an den, als du gedacht hast, nee, ich finde, jetzt reicht's? Naja, ich habe ein Buch geschrieben in den letzten 8 Monaten und während der Arbeit daran dachte ich, Mann, wie lange mache ich das eigentlich? 25 Jahre, das ist ein Drittel meines Lebens. Und dann wurde ich 75 im April und irgendwie war das dann auch gut, weil man will ja nicht abtreten, wenn die Leute einen zwingen. Also man möchte schon das tun aus eigener Entscheidung.
Und dann sind 25 und 75, 100, was für eine runde Zahl. Und Liverpool ist ein grandioser Ort, um Bye-bye zu sagen. Also für mich geradezu besonders, besonders. Das ist der Ort der Beatles natürlich, Liverpool. Wir können dich natürlich nicht verabschieden, ohne einen kleinen Blick auf den Samstag zu erhaschen. Du hast die Halbfinals natürlich schon gesehen, du hast die Proben gesehen dort in Liverpool in der Halle. Wer sind deine Favoriten? Also persönliche Favoriten sind sicher andere als die, die gewinnen können. Ich finde den spanischen Titel toll, diese Mischung aus Flamenco und Elektromusik. Aber gewinnen wird vielleicht Finnland, auch ein sehr verrückter Titel, sehr schrill. vielleicht Norwegen, aber Schweden, na, die Skandinavier sind ziemlich weit vorne. Österreich finde ich wunderbar, ein ganz, ganz toller Titel, sehr, sehr clever, sehr intelligent. Da werden wir sehen, aber man weiß das beim ESC nie. Diese Voraussagen sind immer, das ist ja das Spannende, es ist offen, es kann Überraschungen geben und das ist das Faszinierende an dieser Veranstaltung. Peter Obern, wir wünschen dir auf jeden Fall, dass du eine ganz tolle Veranstaltung genießen kannst. Deine letzte ESC-Veranstaltung und mal gucken, nächstes Jahr auf welcher ESC-Party du nicht eingeladen bist. Die Einladungen werden jetzt wahrscheinlich reinflattern ohne Ende. Ja, alles Gute und danke. Ja, und wir stoßen auf der ESC-Party auf alle Fälle auf dich an am Ende dieser Sendung. Vielen Dank, Peter Obern. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Ciao. Vielen Dank.